Im folgenden Film bastel ich aus einer solchen Mittelwand eine solche Kerze. Herzlich willkommen bei Camino Verde, meinem Kanal hier auf YouTube. Bleibt einfach dran bis zum Schluss, denn da mache ich einen kleinen Brenntest und zeige euch einfach mal, was passiert, wenn man das falsche Ende eines Dochtes anzündet. Mittelwände werden so gut wie von jedem Imker verwendet. Sie werden in das Holzrähmchen, welches in die Bienenbeute eingehängt wird, eingelötet. Sie geben den Bienen die Struktur für den zukünftigen Wabenbau vor. Aber wir können daraus auch eine Kerze drehen. Um eine solche schöne Wabenkerze herzustellen, braucht man wirklich nicht viel. An der Stelle ein Docht Nummer 2. Den könnt ihr verwenden bis Kerzengrößen bis zu 30 mm im Durchmesser. Die Kerze hat jetzt etwas mehr als 10. Passt. Transportiert super Bienenwachs. Beachtet, es gibt oben und unten. Wenn ihr es falsch rum einlegt, dann brennt die Kerze gar nicht. Sie kann kein Wachs transportieren und kommt zum Erliegen. Die Mittelwand, reines Bienenwachs. Und aus mehr besteht die Kerze nicht. Als Hilfsmittel zur Herstellung noch eine normale Haushaltsschere. Die wird ein klein wenig mit Wachs versehen. Also wenn ihr schneidet, sind hier ganz kleine Wachsrückstände. Könnt ihr ganz einfach mit Brennspiritus reinigen. Brennspiritus löst das Wachs restlos auf. So, normaler Wohnzimmertisch. Wie gesagt, es ist kinderleicht. Alles ist kalt, nichts ist heiß. Keine Gefahr für Kinder. Ich nehme die Mittelwand, den schon vorher abgeschnittenen Docht, messe die Größe ab, möchte hier auch nichts verschwenden, markiere kurz durch die Wabenstruktur, braucht ihr nichts markieren. Ihr könnt super einfach gerade schneiden. Beachtet, dass die Mittelwand, die Wachsplatte, bei hohen Temperaturen, wir haben jetzt Sommer, 25 Grad hier in der Wohnung, super flexibel ist. Wäre es kälter, dann wird sie etwas fester. So, ich drücke jetzt den Docht einfach ein klein wenig fest. Lässt sich auch im kalten Zustand machen, dann falte ich hier einfach einmal drumherum und dann rolle ich das Ganze nur auf. So, das ist Wachs, das heißt, jetzt war ich etwas oval. Dann wird es wieder gerade gebogen. Jetzt mache ich so eine schöne Turmstruktur. So. Fertig. Das Ende der Platte wird einfach ein bisschen festgedrückt. Sollte die Platte etwas fester sein, also sprich, es wäre kälter, dann kann man sie einfach mit einer anderen Kerze ein bisschen warm machen oder mit dem Feuerzeug. Dann geht das auch super im Winter. Und fertig ist die Kerze. Eine solch hergestellte Kerze geht sehr, sehr schnell, ist kreativ. Man kann da auch noch so kleine Plastikbienen kaufen, das sieht sehr angenehm aus, oder anderweitig verzieren. Wenn man die Platte nicht gerade schneidet, so wie ich eben,
sondern schräg. Nehmen wir an, ich würde hier schneiden und das Ganze dann so machen. Dann kann man, wenn man den doch dann hier reinlegt und dann so rüberrollt, dann entsteht eine Pyramidenform. Wie hat euch dieser kurze Film gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Auch welche kreativen Formen ihr schon verwendet habt. Würde mich doch stark interessieren. Und gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Hauptsache ich kenne eure Meinung. Wie schon gesagt, gibt es bei dem Docht oben und unten. Nimmt man die falsche Seite, dann brennt die Kerze einfach nicht. Die Flamme kommt zum Erliegen. Nimmt man aber die richtige Seite, dann gibt es ein super warmes und ruhiges Brandbild. Die Kerze brennt ruhig ab und das ganz natürlich. Nur Baumwolle und reines Bienenwachs. Macht's gut. Tschüss.